Hallo zusammen, es gibt wieder Neues aus der Bibelschule Beatenberg. Und zwar haben wir diese Woche unser Modul in Erwachsenenbildung abgeschlossen. Und ihr werdet jetzt noch ein paar Sachen sehen, unter anderem Neuigkeiten von unserem SBT-Friseur und auch ein kleines Interview mit einem Missionar von der Deutschen Missionsgesellschaft. Spaß euch! Also der Fredo tut mir jetzt heute ein paar Haare kürzen, damit das nicht mehr so es dahin gefahren ist und es durcheinander, sondern ein bisschen Ordnung drin ist. Genau, jetzt mal schauen, wie es nachher aussieht. Das ist ein Vorher-Video und gleich gibt es ein Nachher-Video. So, der Kübel ist voller Haare. Und auf meinem Kopf hat es keine mehr. Genau, und gleich sehen wir noch den Theo. So, unser nächster Kandidat ist der Theo. So sieht er jetzt aus. Und jetzt sieht er so aus. Ich bin Detlef Gabers. Ich arbeite bei der DMG, bin dort Öffentlichkeitsreferent und war auch etliche Jahre in der Türkei tätig gewesen. Ja, ich habe mich gefreut, dass ich heute hier beim SBT in Beatenberg einen Missionsbericht geben konnte, erzählen konnte, was die DMG, bei der ich arbeite, so in den verschiedenen Bereichen macht. Ich konnte erzählen, was Gott auch so in aller Welt tut, und das ist für mich eine ganz große Freude, weil ich denke, Mission ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur darum, dass Missionare rausgehen und dass die gute Nachricht weitergeben, sondern die sollen auch berichten und erzählen, was Gott in aller Welt tut. Also so ungefähr läuft es bei uns fast alle zwei Wochen. Da kommt irgendein Missionar oder ein Vertreter von einer Missionsgesellschaft her und erzählt uns dann eine Stunde oder berichtet uns, was sie tun. Genau, und du hast uns eine richtig coole Geschichte heute erzählt. Möchtest du die nochmal erzählen? Ja, also die Geschichte hat mich selber auch persönlich sehr berührt. Vor einiger Zeit kam zu uns bei der DMG in die Heimatzentrale ein Missionsleiter, die auch im Mittleren Osten arbeiten. Und der hat davon erzählt, wie ein Ehepaar, die haben einen Einsatz geplant gehabt, wollten neue Testamente verteilen und haben sich auf den Weg gemacht. Und unterwegs halten sie an so einem Supermarkt. Und vor dem Supermarkt steht so ein Mann mit so einem langen Bart, so vielleicht so ein bisschen ähnlich wie so ein Taliban-Anhänger. Auf jeden Fall, sie gehen rein in den Supermarkt und die Frau denkt, hey, ich müsste diesem Mann ein neues Testament geben. Sie sagt das ihrem Mann und sagt, hey, lass das bloß sein. Wer weiß, vielleicht macht der Mann uns Schwierigkeiten, lass uns weiterfahren. Naja, die fahren weiter und unterwegs sagt seine Frau zu ihm, naja, also wenn Jesus mich eines Tages fragen wird, warum ich diesem Mann kein neues Testament gegeben habe, dann werde ich, so hieß ihr Mann, der wollte das nicht. Naja, das hat den Ehemann dann doch ein bisschen geärgert und gefuchst. Er dreht um und sie fahren wieder zu diesem kleinen Supermarkt hin. Dort steht dieser Mann tatsächlich immer noch vor der Tür. Sie gehen auf ihn zu und sprechen ihn an, wollen ihm ein neues Testament geben. Und dann sagt der Mann, sie konnten ja die Sprache des Landes, sagt dieser Mann, vor einigen Wochen ist Jesus mir begegnet und ich folge jetzt diesem Jesus nach. Und heute Morgen, da hat Jesus zu mir gesagt, mach dich in die Stadt auf. Ich bin selber fremd hier, sagt er, aber mach dich in diese Stadt auf. Und Jesus sagte zu ihm, dort werden zwei meiner Boten kommen und die werden dir mein Wort geben. Und er sagte, und dann seid ihr gekommen und seid wieder gegangen. Und ich dachte, ich bin verrückt geworden, ich habe mir alles nur eingebildet. Und diese Geschichte ermutigt oder hat mich auch enorm ermutigt, Menschen, auch Muslimen, ein neues Testament zu geben, überhaupt sie anzusprechen, denn vielleicht bist du oder ich so eine Person, die einer Person das Wort Gottes weitergeben, wo Jesus schon längst zu dieser Person gesprochen hat. Danke dir. Wie ihr seht, es gibt immer noch ziemlich viele krasse Geschichten, die geschrieben werden und hier auch erzählt werden, und dafür danken wir dir für deinen Besuch. Genau, und ich fand es richtig klasse hier beim SBT, und vielleicht hat der eine oder andere eher Lust, auch die Ausbildung hier in Beatenberg zu machen. Oder mit der DMG rauszugehen. Das wäre auch eine tolle Chance. Danke dir. Bitte.